So, da hauen wir uns dann natürlich gleich, sobald die Schaufel hier im Eimer ist, hauen wir uns hier das Kohlezeug aus dem Boden. So. Gut, in der Höhe, da müsste ich halt dann mal gucken, wie weit ich das mache. Der Rest, der steht halt dann ganz einfach ein klein wenig über. Oder machen wir ein sechsstöckiges Pferdewohnheim? So, was will der Kies hier? Falscher Knopf, da will ich hin. Der hat den Kies eingeladen. Der hat hier gar nichts verloren, meine Herren. Hinfort, hinfort. Scharlatan. So, ich rede schon wieder irgendwie total wirres Zeug heute. Keine Ahnung, ich bin ein bisschen auf... Upsala. Ich bin ein bisschen aufgedreht, weil... Wochenende, endlich. Ich habe die Woche so viele Überstunden abgebaut, das glaubt mir kein Mensch. Habe ich abgebaut gesagt? Aufgebaut. Ich habe so viele Überstunden geschoben. Weil, wie gesagt, 4 Uhr haben die Tage zum Teil angefangen, da bin ich so aus den Federn gekrabbelt. Und um 8 Uhr bin ich dann nach Hause gekommen, da kriegst du schon ein bisschen was an Überstunden zusammen. Aber ich sage es mal so, würde ich meinen Job nicht lieben, würde ich es wahrscheinlich gar nicht machen. Aber ich habe in meinem Job genau das gefunden, was mir Spaß macht, was mir Laune macht, wo ich sage, yes, we can do it. Und komme dann natürlich auch immer hardcore motiviert dann zur Arbeit, weil mir es einfach Spaß macht. Ich mache das jetzt schon seit... Scheiße, wie lange mache ich denn das jetzt schon? Seit 2004 mache ich das jetzt. Also quasi fast 10 Jahre mache ich das. Und mir macht das immer noch so einen heiden Spaß wie am ersten Tag. Das glaubt mir ja keiner. Weil die meisten verlieren ja irgendwann die Lust an der Arbeit und dann... Routine. Aber bei mir nicht. Ich, keine Ahnung. Klar kommt irgendwo so ein bisschen Routine mit rein bei den Arbeiten, bei den Abläufen, bla 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 bla. Aber so an sich, ja, keine Ahnung. Die Tage vergehen wie im Flug. Ich finde das toll. Bin ja dann quasi so eine Art, so ein kleiner Workaholic. Wenn dann quasi immer einer freiwillig gesucht wird für irgendwas, dann schreie ich ja meistens dann hier. So von wegen, wir brauchen einen, der morgen etwas früher kommt und etwas später geht. Hier, hier, ich. Überstunden, juhu. Freue ich mich immer. So, warte, ich mach das mal so. Warte mal, wir haben... Ah ne, es sind 2 Platz, ne? Okay. Also, Kommando zurück. 2 Platz. Und dann geht's hier lang. So, das schaut mir aber immer noch so ein bisschen klein aus. Zur Not buddeln wir einfach noch ein Stückchen in die Höhle hinein. Obwohl, nee, das genügt. Das reicht. Dann machen wir das bis hierher, weißt du? Nein, wir haben keine Schaufel mehr. Na, die 4 Dinger da, die hau ich jetzt noch mit der Hand weg. So, warte. Dann pop, 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 pop. Obwohl, warte. Wir haben ja hier eine Werkbank da. Von daher können wir die schnell nutzen. So, plopp. Hier müssen wir auch mal weitermachen. Bin mal gespannt, wann es da weitergeht. Faul ist der Typ, der das gebaut hat. Das glaubt ihr nicht. Ein fauler Hund. Mo. So, ne, Eisenschaufel. Man könnte eigentlich in der Theorie auch Steinschaufeln machen, weil Eisen und Stein, das gibt sich eigentlich nur von der Haltbarkeit ein bisschen was. So von der Geschwindigkeit, ja, 0,2 Millisekunden. Was eine Steinschaufel langsamer ist als eine Eisenschaufel. Von daher weltbewegende, ja, ihr wisst schon, ne? So, weil dann kann man, ja, geht man, ich würde sagen, kann man dann hier so rein. Schöner großer Durchgang. Oder nee, man geht dann hier, ach, ich weiß es nicht. Nee, komm, dann bauen wir hier noch ein Stückelein zu. So, 2 Felder und gehen dafür noch ein bisschen weiter nach hinten, weil dann machen wir hier einfach ein, ups, so ein Eingangstor hier, weißt du, da kannst du dann rin. Dann gehen wir hier einfach noch eines weiter nach hinten und dann ist das gut so. So, alt klar, wir gehen uns ein Ei in das Stall werfen. Bam! Volltreffer! Alter, die haben schon wieder Eier gelegt. Lass mich rein. Meine Damen. Was war denn das jetzt? Was hat denn das Vieh gerade so geschrien? Alles klar.
Ist da eins gestorben? Nee. Was ist denn mit dir nicht in Ordnung, Alter? Bist du auf Speed? Alter, zieh dir mal das Hühnchen rein. Alter, das hat doch irgendwas genommen. Hallo, Hühnchen, bleib doch... Was hast denn du gefressen, Junge? Ach so. Das haben die gefressen. So, ein kleines Kuckuck. Sehr schön. So, unsere Hühnerpopulation nimmt dir jetzt nun stetig ein wenig zu. Sehr schön. Und warte. Das ist ein Steingebäude, das ist aus Eichenholz gemacht. Das Dach gefällt mir persönlich aber, glaube ich, noch nicht so, wenn hier alles so komplett Eiche in Eiche ist. Ja. Der Pferdestall, der ist halt ein wenig älter. Den machen wir halt dann aus Fichte. Der steht halt schon ein bisschen länger. Der Hühnerstall wurde erst restauriert. Von daher kriegt es einen Fichten-Touch oder komplett. Hallo? Betteln und Hausieren verboten. Ich wollte das nur im Anfangsstadium schon mal mitteilen. Warte mal, ist der vielleicht hier drunter? Hallo! Du Arsch. Ach nee, da geht's ja... Ah. Hier geht's ja noch in unsere Pseudo-Höhle, ne? Da geht's bis runter. So war mir doch. Genau. Ich habe bloß keine Ahnung, wo wir da wieder rauskommen. Sonst könnten wir hier mal wieder eine kleine Tour machen. Aber irgendwann später, weil unsere letzte Tour, die liegt ja noch nicht so lange zurück. Wir haben ja noch eigentlich prinzipiell so alles, was man haben kann. Komm, hoch da. So. Ach, ich Idiot, warte. Wenn ich schon mal da bin. Ausgeleuchtet, dass da auch ja nichts mehr spawnt. So, nu aber. Und. Oh, lecker. So, jetzt schauen wir mal, was haben wir denn noch an Fichte? Obwohl, wir könnten das auch in Trope machen. Commander, wie viel Tropenholz haben wir? Ich stelle fest, gar keins. Okay. So wie ich die ganze Situation beurteilen kann, müssen wir zu Henry in den Wald. So, das heißt, wir müssen jetzt hier erstmal, da haben wir hellblaue Wolle. Türkise Wolle. Stein, Stein, Werkbank, Kohle. Kohle runter, das da rüber, das da bleibt. Erde, ach nee, warte, Erde. Blume ist Färbemittel, das machen wir gleich. Wolle. Feuersteine sind, glaube ich, oben. Kies. Fressalien. Erde. Holz. So, warte, das ist Färbemittel, haben wir gesagt. Wie man sieht, konstant gelb. Du bist gelb? Löwenzahngelb. Gut, dann haben wir hier noch schwarze Wolle. Black Wool. Bist du schwarz? Bist du denn? Hellgrau. Okay. Wo habe ich denn schwarze Wolle? Hallo? Ach, hier. Schwarze Wolle. Und. Ab nach unten. Wolfman, ich komme. Hallo Wolfman, ich bin's. Kennst du mich noch? Ja, natürlich kennst du mich noch. Hui. So, halt. Kies ist nicht hier, aber Koppel. Koppel, Koppel, Koppel. Obwohl, wir könnten eigentlich 1, 2, 3 wieder mitnehmen. Erde. Erde. Terraforming wünsche ich mir. Oder irgendwie so. Und Kies. Ach, Kies. Den Kollegen Flint, keine Ahnung, der müsste, glaube ich, oben sein. Wie gesagt, da schauen wir mal. Sonst sind wir safe. Ja, wie gesagt, einmal schnell hier mit reingeflitzt. Da haben wir Seeds. Sonst nicht. Hier müssen wir nochmal rüber wegen der Kohle. Oh, Kohle, Kohle und nochmals Kohle. Ich bin reich, glaube ich. An Kohle. So, hier schmeißen wir natürlich nicht da, sondern eher hier so die Setzlinge rein. Und
dann bauen wir uns noch 2 neue Äxte. Wir haben ansonsten alles, was wir benötigen. Und auf Gleis 3 fährt ein der Interregio nach Hillerville. Der Fahrer des Wagens... Bitte zu seinem Fahrzeug kommen. So, da bauen wir uns jetzt einfach nochmal 2 Stück. Das war so lustig bei uns auf Arbeit. Das hat echt mal einer... Wir haben ja hier so ein... Oh, es ist Nacht. Gute Nacht. So, und guten Morgen und ab zu Henry. Was wollte ich sagen? Ach ja, genau. Bei uns in der Arbeit, wir haben ja hier quasi... Creeper! Nein, wir haben keine Creeper bei uns auf Arbeit, sondern wir haben ein Lautsprechersystem. Quasi von der zentralen Stelle kann man dann quasi im kompletten Betrieb hier, im kompletten Gebäude so Durchsagen machen. Wenn du mal schnell irgendjemanden suchst oder so ein Zeug. Und auf jeden Fall, irgendwann, Das war früh um, ich glaube, 8 oder so. Hat sie auf einmal so die Durchsage, der Fahrer des Wagens, bitte sofort zu seinem Fahrzeug kommen, Ober. Und ich dachte mir so, was war denn jetzt das? Das war echt so lustig. Also, es ist so Situationskomik, weißt du, da musst du dabei gewesen sein, ansonsten durch Erzählungen ist das niemals so lustig, wie es in Wirklichkeit war. Aber es war echt, also ich gebrüllt haben wir vor Lachen, das war echt genial. So, ich würde sagen, da wir ja einiges an Tropenholz brauchen, bauen wir uns hier mal eine Runde nach oben. In der lustigen Wendeltreppentaktik. So, alles schick. Bis nach oben und dann schauen wir mal, dass wir schön nach unten kommen. Nehmen noch den einen oder anderen Ast mit, falls es einen gibt. Wie hier zum Beispiel. Und hier zum Beispiel. So, ich darf nur nicht die Richtung verlieren und die Orientierung, weil sonst, ja, war's das. Sonst müssen wir uns irgendwo hochbauen. Und hochbauen habe ich ganz ehrlich keinen Bock zu. So, wenn wir den Baum haben, das müsste in der Theorie, müsste es genügen. So, ist ja toll, dass es hier, genau, so. Jetzt, was? So, Sekunde. Ich muss hier erstmal dann noch so ein bisschen... Das Gemüse vom Baum hauen, weißt du? Aber schaut gut aus. Halt. Er hier. Das hier ist mein Abstieg. So, Holz haben wir da keines mehr. Nein, es decayt auch schon. Warte mal, ich muss mich hier schön aufs Kreuzchen stellen. Weil dann falle ich nämlich immer einen Block weit. Und kann das hier schön gemütlich abbauen. Hühnchen, ich sehe dich. So, dann schauen wir mal. Also wir haben locker, ja, lockerst haben wir einen Stack. So, tollen Eichensetzling kriegen wir wieder, weißt du? Kacke. Ich will Tropensetzlinge, was ist denn das da? Nichts. Da ist ein Tropensetzling. Juhu! Davon kann man nie genug haben. So, wir warten noch mal ganz kurz, bis das Zeug hier decayed ist in der Zwischenzeit. Henry, wo bist du? Henry? Haben dich die Hühnchen verjagt, Henry? Keine Angst, ich schütze dich! Einfach mal ausrasten. Henry? Da ist Henry. Henry, warte. Ich habe leider kein Möhrchen für dich dabei. Ich weiß allgemein nicht mal, wo wir Möhrchen haben. Oh, guck mal, Dschungelholz. Haben wir die Schere mit? Natürlich nicht. Baue ich eine Schere? Natürlich nicht. Obwohl doch. Ich baue jetzt eine Schere. Na. So. Als ob das irgendjemanden jucken würde, ob ich mir jetzt eine Schere baue oder nicht. So und so. So und so. Und dann vielleicht noch hier. Dann ist alles schick. Dann haben wir jetzt 9 mal... Ach komm, 10 hätte ich gerne. Danke. So, und... Ach, da hinten decayt das. Hatten wir Henry mal Hallo gesagt? Na, ist er auch nicht beleidigt, wenn wir im Dschungel sind und nicht vorbeischauen. Weil Henry ist dann nämlich wie so eine Schwiegermutter, weißt du? Da bist du in der Gegend, rein zufällig. Denkst du dir, ach scheiße, schon später, brauchst du heute nicht mal vorbeigucken, liegt eh schon in den Federn. Fährst du heim. Und dann kriegt die mit aus, was weiß ich für welchen Gründen.
du warst da und hast nicht vorbeigeschaut, obwohl es, keine Ahnung, 4 Uhr nachts war, ja? Dann ist die beleidigt.